Die Geburtsstation hat den nächsten Patienten angekündigt. Ein Kind in der 24. Schwangerschaftswoche wird in wenigen Minuten auf die Welt geholt. Auch für Dr. Wiedemann ist eine Geburt in dieser Woche nicht alltäglich. Wenn man nun einige 24. Wochen schon versorgt hat, ist das immer wieder so, diese Minuten im Vorfeld sind immer angespannt, konzentriert. Wenn das Kind dann irgendwie rauskommt und quäkig ist und dann auch langsam rosig wird, dann entspannt sich hier die Situation. Also dann merke ich auch richtig selber, wie ich dann entspanne. Aber wenn das Baby dann relativ schlecht rauskommt, dann werden wir hier auch konzentriert weiterarbeiten. Okay. Okay. Gut. Atemanstrengung. Okay, einmal bitte absaugen. Gut. Okay, dann gleich den Maskenzählpad hinterher. Ja, gerne. Okay, und jetzt Zählpad. Bitte mit Blähmanöver. Und für mich ein bisschen tiefer noch, dass der Mund auch richtig ist. 5 Sekunden Blähmanöver. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt weiter bei die Karte, wo sie mal mit Herzdruckmassage anfangen. Weiter beatmen, ne? Ja. Das Herz des kleinen Jungen schlägt zu langsam. Er muss reanimiert werden. Die Geburtshelfer aus dem Kreissaal sehen besorgt zu, ob das Baby es schafft. Sollen wir mal gleich den Grün rannehmen? Warte. Erstmal zünden. Kein Sog. Jetzt mal bitte mit so, okay. Dann kann ich bitte. Das Kind atmet nicht aus eigener Kraft. Es hat zu wenig Sauerstoff im Blut. Okay. So. Kein Sog? Ja, bitte. Noch 40 vor 50 Prozent. Fruchtwasser davor. Ist noch Radikat? Ja, dann brauchen wir einen 2-0er Tubus, bitte. Dann weiter Herzdruckmassage. Einmal Supravenil draufgeben. Eine zweite Schwester, bitte. Das Herz schlägt immer noch nicht schnell genug. Die Herzdruckmassage wird fortgesetzt, in der Hoffnung, dass das Frühchen es schafft. Der Sauerstoffgehalt im Blut ist inzwischen bedrohlich niedrig. Okay. Wir müssen noch einmal kurz den Tubus fixieren. Ja, das ist okay. Gut, aber einmal schauen, wie tief der ist. Ja, genau. Kommt nochmal hierher. Ja. Endlich. Der minutenlange Kampf um sein Leben zeigt Wirkung. Der kleine Philipp wird jetzt beatmet und der Sauerstoff im Blut steigt. 76. Das ist wunderbar. Kannst du noch irgendwas abnehmen? Oder? Ja. Geht's ganz gut. Ja. Sechs Hände tragen eine Handvoll Leben in den vorgewärmten Brutkasten. Alle sind erleichtert. Nö, wir nehmen einfach schnell an die Beatmung ran. Gleich kann sich Philipp von den Strapazen der ersten Lebensminuten erholen. Jetzt kommt es auf die nächsten Tage an. Wenn da alles glatt läuft, hat er gute Aussichten. Und meine Arbeit ist ein Knochenjob. Das ist so. Also ich merke es ja, wenn ich abends nach Hause komme, dass ich ausgelaugt bin. Und ich merke auch, dass ich, wenn ich dann mal Urlaub habe, dass ich dann einige Tage, wenn ich sogar eine Woche brauche oder mehr, um wieder runterzukommen, weil man so eine innere Grundanspannung hat. Komm, neue Hose, mein Schatz. So. Windeln wechseln bei Sohn Benno. Kleine Kinder halten Holger Wiedemann auch nach der Arbeit auf Trab. Die Familie ist wahnsinnig wichtig. Das ist also eigentlich mein ganzer Ausgleich. Ich freue mich, wenn ich abends nach Hause komme und sehe die Kinder und bringe Benno ins Bett und lese Jonathan was vor und habe den Kleinen nochmal irgendwie auf dem Arm. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich.
Danke. Der 39-jährige Oberarzt ist verheiratet mit der Kinderkrankenschwester Elke, die er bei der Arbeit kennengelernt hat. Die beiden haben 3 Kinder. Vor wenigen Monaten wurde Theo geboren. Obwohl die Schwangerschaft seiner Frau problemlos verlief, war Holger Wiedemann nervös. Also als ich mit Theo schwanger war, so um die 22 bis, es ging eigentlich länger, bis zur 28. Woche, war es schon eine sehr schwierige Zeit, weil er sich dann eher zurückzieht. Also er macht sich dann schon sehr viel Sorgen und ganz viele Gedanken, was könnte jetzt alles passieren, und hat das natürlich auch tagtäglich dann vor Augen. Die Familie ist für Holger Wiedemann ein wichtiger Ausgleich zum stressigen Klinikalltag. Seine Frau hätte dennoch manchmal gern mehr von ihm. Manchmal ist es schwierig, weil er natürlich auch nicht nur zeitlich, sondern auch psychisch sehr unter Druck steht. Und dann ist es schon manchmal so, dass die Familie dann so ein bisschen in den Hintergrund gerät, natürlich. Aber wenn man ihn dann darauf aufmerksam macht und so ein bisschen sagt, hallo, wir sind auch noch da, dann nimmt er sich das auch zu Herzen und er versucht schon immer, das Gleichgewicht zu halten. Im Perinatalzentrum in Hamburg-Altona hat sich die kleine Ninelle noch nicht von ihrer Operation erholt. Sie ist jetzt noch beatmet, weil sie noch sehr tief schläft. Sie ist noch nicht richtig wach geworden. Und insofern machen wir das so lange weiter, bis sie dann wirklich wach wird und wieder kräftig mitatmet. Und dann können wir auch den Schlauch entfernen. Gut, sie ist sehr blass. Sie hat sehr blasse Haut. Und es ist auch so, dass die roten Blutkörperchen jetzt knapp geworden sind. Mhm. Und wir hatten ja schon vor der Operation darüber gesprochen, dass sie auch schon nach Geburt eher eine niedrige Zahl an roten Blutkörperchen hatte. Und insofern würden wir heute eine Transfusion machen. Also das kriegt sie ja ein bisschen Blut, oder? Sie kriegt ein bisschen Blut, genau. Ninelle wird noch einige Wochen auf der Intensivstation bleiben müssen, bis sie mit ihren Eltern nach Hause kann. Mina dagegen wird heute entlassen. Dr. Wiedemann untersucht das kleine Mädchen zum letzten Mal. Aus dem Frühchen, das fast 3 Monate zu früh mit etwa 1000 Gramm auf die Welt kam, ist ein properer Säugling geworden. Ja, alles schön. Alles gut? Ja, wirklich alles gut. Ich bin ganz begeistert. Weißt du, wie groß sie geworden ist? Richtig speckig. Ne? Und hat das auch so die richtige Säuglingshaut und so. Ja, genau. Und dann, so wenn die Schnürfurchen entstehen, weil das ganze Speck da ist, hervorragend. Ja. Immer wieder sehr schön ist, wenn irgendwie Kinder einen langen Verlauf hatten und dann tatsächlich der Tag der Entlassung dasteht und man sieht diese Eltern, wie sie strahlen vor Glück und sie können das gar nicht fassen und sie glauben, es muss noch irgendwo ein Haken sein, bevor es jetzt wirklich dann hinausgeht in die freie Wildbahn. Und solche Augenblicke oder wenn Eltern wiederkommen, wenn sie irgendwie ihre Kinder zeigen voller Stolz, wie die Kinder rumlaufen und was sie alles können, das sind so schöne Augenblicke.